Am Donnerstag, den 21. Oktober, wird in Hohenems ein neuer Intersport Eibel eröffnet. Dr. Peter Wahle, Geschäftsführer von Intersport Eibel, warum haben Sie ausgerechnet den Standort Hohenems gewählt? Weil für uns Vorarlberg sehr, sehr wichtig ist. Die Vorarlberger sind sehr gute Sportler und vielleicht so Rest Österreich überdurchschnittliche Sportler. Und Hohenems ist sehr gut erreichbar im Dreierländereck Deutschland, Österreich, Schweiz. Und das macht diesen Standort für uns sehr attraktiv. Wird sich Ihr Angebot hier in Hohenems von Angeboten in anderen Intersportfilialen unterscheiden? Ja, wir werden vor allem stark auf örtliche Marken setzen, wie zum Beispiel Kestle oder Head. Und darüber hinaus noch die Outdoor- und Alpinen-Angebote stark ausbauen. Das heißt, dass hier die Auswahl bei Ski, Alpin und auch bei Outdoor besonders groß ist. Wie hoch ist das Investitionsvolumen? Es ist ein hoher einstelliger Millionenbetrag. Wie viele Arbeitsplätze entstehen durch den neuen Intersport in Hohenems? Circa 40 neue Mitarbeiter haben wir hier in Hohenems angestellt. Welches sind aktuelle Trends im Sportbereich und welche Angebote werden Sie vielleicht auch hier im Haus vor Ort haben? Ja, die aktuellen Trends sind verschieden. Also wir haben zum einen die Rocket-Technologie bei den Snowboards und so weiter. Wir haben im Radbereich diese BMX-Themen. Wir haben im Outdoor-Bereich neue Materialien, sehr hochwertige Materialien. Vor allem auch Farben, Schnitte und so weiter verändern sich laufend. Der Anspruch an die Materialien werden immer höher. Und alle diese neuen Produkte, die können wir bei uns finden.